Großer Bahnhof am Magdeburger Hauptbahnhof für dieses historische Auslaufmodell. Die legendäre T6A2, besser bekannt als Tatra-Straßenbahn, verabschiedet sich von der Landeshauptstadt. Nicht ohne nochmal für viel Aufmerksamkeit zu sorgen. Um Tschüss zu sagen, ist einer extra aus Nordrhein-Westfalen in die alte Heimat gekommen, Dominik Pinsdorf. Die letzte Fahrt, die wollte er sich genau wie viele andere Tatra-Fans nicht nehmen lassen. Ich bin mit 6 Jahren mit meiner Oma, die ist extra für mich in die IGNA eingetreten, weil ich seit dem 3. Lebensjahr nicht auf den Spielplatz werden wollte, sondern immer das Straßenbahn durch Magdeburg gefahren bin. Die IGNA, die Interessengemeinschaft Historischer Nahverkehr, wird sich später im Magdeburger Museumsdepot um eine der Bahnen kümmern. Seit Anfang der 90er Jahre waren die Hochflurtriebwagen aus Tschechien in Magdeburg unterwegs und wie hier 2013 bald ein gewohntes Bild im Straßenverkehr. Der kleine Dominik hatte pünktlich zur Einschulung sein Tatra-Erlebnis, dank der Oma, die als IGNA-Mitglied einen besonderen Fahrplan für den Enkel ausklügelte. Ich wurde eine Einschulung abgeholt von der Straßenbahn. Das war eine Überraschung damals gewesen. Also alle wurden mit ihren Eltern irgendwie mit dem Auto abgeholt. Ich bin der historischen Straßenbahn. Und da bin ich der IGNA immer noch sehr, sehr dankbar, dass sie mich da so herangeführt haben. Herangeführt wurde Dominik Pinsdorf dadurch auch an seinen heutigen Beruf. Als Eisenbahner fährt er zwar weiter auf Schienen, allerdings nicht im Nahverkehr, aus dem jetzt in Magdeburg etwas Beständiges verschwindet, allerdings nicht gänzlich. Also in Magdeburg fahren trotzdem noch Tatra-Bahnen. Wir haben ja 2020 noch mal 8 Stück aus Berlin gekauft, die KT4Ds. Das sind Tatra-Wagen mit einem Gelenk in der Mitte. Die werden noch bis nächstes Jahr, 2025, rollen. Aber jetzt dieser original Magdeburger Typ T6A2, der ist jetzt dann bald Geschichte. Eine Geschichte, an der auch Dominik Pinsdorf mitgeschrieben hat und die er und viele andere garantiert nie vergessen werden.